Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne meine liebsten 12 Nagellacke zeigen. Normalerweise zeigt man immer so 10 Stück oder so, aber ich konnte mich jetzt nicht für 10 entscheiden. Deswegen habe ich einfach 12 rausgesucht, weil 2 mussten noch unbedingt mit dazu. Ich habe insgesamt 47 Nagellacke. Das mag für viele von euch wenig sein, für viele von euch sehr, sehr viel. Ihr wisst, ich trage normalerweise Gelnägel, die lackiere ich mir sehr selten, deswegen ist es für mich schon eigentlich viel zu viel. Ich war selber ein bisschen geschockt, dass ich so viele habe, ganz ehrlich. Aber ich habe auch die Klarlacke mitgezählt oder den Mattlack und bei meinen Liebsten werdet ihr auch sehen, dass da zum Beispiel ein Glitzertopper dabei ist, von denen ich insgesamt 3 Stück habe. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so als Nagellack so mit dazu zählt, diese ganzen Klarlacke und so weiter. Aber ich habe da jetzt einfach mal was mit reingenommen, davon auch. Und die werde ich euch jetzt alle mal nach der Reihe zeigen. Anfangen tun wir hier mit einem von Manhattan aus der Lotus-Effekt-Reihe. Der sieht so aus. Damals, wo ich den in meinem Video vorgestellt habe, fanden ihn sehr viele wirklich sehr, sehr schön und haben mir da auch Kommentare geschrieben, was das denn für einer ist. Das ist die Farbe 59L. Und ich finde, es ist eine sehr schöne neutrale Farbe, sieht sehr schick aus und hält auch super lange auf den Nägeln. Also wenn ihr euch die Nägel damit lackiert, habt ihr das locker eine Woche drauf. Und da steht auch mit hinten drauf, besonders langanhaltend. Und ich kann da auch nur zustimmen, denn hat wirklich super gehalten, auch in der Arbeit, als ich ihn da getragen habe, auch beim Putzen und so weiter. Und ja, also eine wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Die gibt es auch immer noch, soweit ich weiß. Also ist auf jeden Fall im Standardsortiment von Manhattan mit drin. Und ich glaube, die kostet so 2,30, 2,40 für 11 Milliliter, diese Farbe hier. Dann nächste Farbe, die ich sehr gerne mag, ist auch von Manhattan. Die habe ich mir mal reduziert im Schlecker gekauft. Das ist die Farbe 610W. Die habe ich euch auch schon mal in einem Video vorgestellt. Das ist hier so ein Quick Dry 60 Seconds Lack. So sieht der aus. Hat so einen wunderschönen lila-schwarz-silbernen Schimmer. Und ja, den habe ich auch super gerne getragen. Gefällt mir ganz, ganz gut, dieser Lack. Und für 1,50 musste ich ihn einfach mitnehmen. Also da weiß ich jetzt nicht mehr, ob es die Farbe noch gibt, denn es war ja reduziert, wie ihr sehen könnt. Aber vielleicht findet ihr von anderen Firmen nochmal solche Lacke, bei Catrice zum Beispiel oder so. Die haben, glaube ich, so einen ähnlichen sogar, der jetzt aber auch aus dem Standardsortiment geht. Also schaut auf jeden Fall nochmal vorbei. Dann zu dem nächsten Lack. Der ist von Catrice. Den habe ich mir jetzt halt bei dem Sortimentwechsel gekauft. Der war runtergesetzt auf 1,75 €. Und das ist die Farbe 500 Sir Yes Sir, den habe ich auch in dem Video euch schon vorgestellt, in diesem Catrice Sortiment Umstellung I Love Khaki Video. Ja, so sieht der aus, ist ein wunderschönes Grün, ein sehr, sehr schönes Armeegrün. Den trage ich auch heute, also ihr könnt es sehen, denke ich mal. ich habe da aber noch eine Mattlack drüber gegeben, dass es nicht so glänzt, finde ich sehr, sehr schön in letzter Zeit. Und wie gesagt, der geht aus dem Sortiment. Ich weiß nicht, ob es den jetzt noch überall gibt, aber ich muss ihn auf jeden Fall noch mitnehmen, weil ich die Farbe einfach liebe. Dann zum nächsten Lack von Catrice. Das ist die Farbe 200 From Dusk to Dawn. Sieht so aus. Es ist einfach eine stinknormale Schlammfarbe. Ich denke, die findet ihr auch von sehr vielen anderen Firmen. Also der Lack ist jetzt hier von Catrice. Kostet normalerweise, ich glaube, 2,50 oder 2,99, ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall sind da auch 10 Milliliter drinnen und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die Farbe ist auch sehr schön neutral, passt zu sehr vielen Klamotten und hält auch ganz schön lange. Dann der fünfte Lack, den ich euch gerne vorstellen möchte, ist hier einer von Essence. Da sind 7 Milliliter drin, der war mal in einer Limited Edition. In dieser You Rock LE und das ist die Farbe 02 Love, Peace and Purple. Sieht so aus. Ist so ein wunderschönes, so ein wunderschöner Braunton mit so lilanem Schimmer. Changiert sehr schön der Lack. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so fängt, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe den jetzt auch sehr oft getragen, nachdem ich ihn neu hatte. Und der hat wirklich einen coolen Deckel. Ihr könnt das hier so abziehen. Einfach die Kappe und dann habt ihr das so.
Und damit könnt ihr es viel einfacher lackieren. Also finde ich zumindest. Also mir bringt es schon sehr viel, dieser Deckel hier. Das ist so gemacht wie bei den Chanel-Lacken. Und das hier sollte auch ein Dupe zu einem Chanel-Lack sein. Mir fällt jetzt da leider gerade der Name nicht mehr ein. Ja, auf jeden Fall war das meine Limited Edition dabei von Essence. Trage ich auch super gerne. Dann zu einem nächsten Lack. Der ist auch von Essence. Die anderen, die ich euch jetzt alle noch zeigen werde, sind alle von Essence, weil da gibt es, finde ich, immer die schönsten und günstigsten Lacke. Deswegen kaufe ich da auch sehr oft. Ja, also der nächste Lack ist hier so ein Color and Go Lack von Essence in der Farbe Where is the Party? Das ist die Nummer 43. Da sind 5 ml drinnen. Der Lack kostet 1,29 €. Und ja, so sieht der aus. Grün-lila ist, finde ich, so eine richtige Fliegen- oder Mistkäferfarbe irgendwie. Aber mir hat es im Geschäft so gut gefallen. Mir gefällt es auch auf den Nägeln, aber jeder irgendwie, der mich damit sieht, sagt, dass meine Nägel auch schon wie so kleine Mistkäfer. Ich weiß nicht, aber ich finde es sehr schön. Von Catrice gibt es auch so einen Lack. Ich glaube, der sieht sogar komplett gleich aus. Ist aber ein bisschen mehr drinnen. 10 ml kostet auch ein bisschen mehr und mir langen die 5 ml auf jeden Fall. Also ich lackiere mir die Nägel ja wirklich relativ selten. Deswegen war das dann so auch okay. Ist deckend in 2 Schichten, was ich auch nicht schlimm finde. Und ja, Mistkäfernagellack muss auch mal sein. Dann hier der nächste. Das ist wieder so eine Nude-Farbe. Wie der Name schon sagt, French Nude, Simply Nude. Das ist die Farbe 05. Sieht so aus. Habe ich auch schon mal in dem Video getragen und euch vorgestellt. Das ist ja einfach so ein ganz normales, ja, sieht aus wie so ein Karamellbonbon. Also so eine ganz normale Nude-Farbe einfach. Passt auch sehr gut zu meinem Hautton. Fällt kaum aus. Ist wirklich ein sehr, sehr natürlicher Nagellack für einen sehr natürlichen Look. Und ja, trage ich auch super gerne. Dann zu dem nächsten hier von Essence, mal wieder ein knalliger. Den habe ich im Sommer super gern getragen. Ich glaube, der ist aus dem Sortiment gegangen bei Essence jetzt, also beim letzten Sortimentwechsel. Aber ich denke, ihr findet überall solche Farben. Das ist die Farbe 46, Wake Up. Hier so ein Knallorange. Also ich hatte diesen Sommer echt voll den Color Blogging-Tipp irgendwie. Also mit Color Blogging-Tipp, Entschuldigung. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr sprechen. Auf jeden Fall, ich fand das total cool irgendwie so. Ich habe auch einen orangen Lippenstift, also so ist es nicht, dass ich mich das irgendwie nicht traue, das zu tragen. Und ich fand es total schön irgendwie rosanen Lippenstift und dann so eine Nagellackfarbe ist schon irgendwie total cool. Also mir hat es echt gut gefallen. Ich hatte auch ein Nageldesign in Orange-Pink letzten Sommer. Ihr könnt das auf meiner Facebook-Seite sehen, da lade ich euch immer nämlich meine aktuellen Nageldesigns hoch, wenn meine Mutter mir wieder die Nägel gemacht hat. Wenn euch das interessiert, schaut mal bei Facebook vorbei, edit mich da einfach, da könnt ihr das immer sehen. Und da ist wie gesagt auch ein orange-pinker Look mit drin. Meine Mutter hat extra wegen mir eine orangen Gel bestellt, weil das wirklich nicht viele wollen, aber ich wollte es unbedingt. Und ja, als Nagellack muss es dann natürlich auch nochmal her, so für die Fußnägel oder so, hat es dann sehr schön gepasst. Ja, sind auch 5 ml drin und ich glaube, ich habe es für 1 € gekauft, weil es aus dem Sortiment gegangen ist. Dann der nächste Lack von Essence. Das ist hier aus dieser Remix Your Style LE. Dieser Dance Top Coat Sparkling Finish. Sieht so aus. Ja, wie ihr sehen könnt, wirklich eine wunderschöne Farbe. Ist ja einfach so ein Top Coat, den könnt ihr über den dunklen Lack geben. Über dem hier könnte ich es mir auch sehr gut vorstellen, über den ich im Moment trage. Ja, ist so grün, orange, gelb, schimmernd. Das ist die Farbe 01 Waking Up in Vegas. Und ja, gefällt mir wirklich super gut auf den Nägeln, der Effekt. Vor allem sehr schön im Sommer, denke ich mir. Ich habe den auch ein paar Mal getragen, nachdem er neu war. Und ist eigentlich auch so, ja, einer meiner liebsten Topcoats. Dann zu einem nächsten LE-Nagellack. Das ist der hier aus der Vampire's Love LE. In der Farbe 01 Gold Old Buffy. Und ja, so sieht er aus. Den habe ich euch auch schon mal vorgestellt in einem Haul-Video. Es ist hier so ein wunderschönes, ja, braun-schwarz mit so goldgrünem Schimmer. Es sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Ich habe den auch Silvester getragen. Also ich finde den Lack wirklich sehr, sehr schön. Und das Beste daran war, dass ich ihn für 80 Cent bekommen habe. Also den gab es bei mir dann zum Sonderpreis.
wenn die Sachen nicht gekauft werden eine lange Zeit, dann werden die meistens reduziert bei uns. So auf dem Dorf, weil es nicht so viele kaufen eben. Und ja, habe ich mich sehr darüber gefreut. Deswegen habe ich mir auf jeden Fall mal mitgenommen für 80 Cent. Hat mich auch nicht enttäuscht. Es sind 10 Milliliter mit drin, hält locker eine Woche auf den Nägeln. Fand ich echt ganz klasse, den Lack immer. Dann kommen wir nochmal zu einem Topcoat. Da könnt ihr sehen, dass der schon sehr, sehr leer ist. Das ist hier einfach so ein Topcoat mit einem groben Schimmer, mit den groben Glitzerpartikeln. Und das ist die Farbe 07 Blair. Aber bei dem habe ich es nicht so gemacht, dass ich den einfach auf einen Lack gegeben habe oder so. Sondern ich habe komplett nur diesen Lack hier lackiert, aber pro Nagel immer 6-7 Schichten. Das dauert dann schon so seine 2 Stunden, bis es mal trocken ist. Aber es sieht auf den Nägeln einfach unglaublich schön aus. Und ich muss sagen, eure Nägel sind davon steinhart, also die brechen nicht. Ihr könnt damit sonst was machen und es geht einfach nichts ab, weil es so steinhart ist. Ich weiß nicht, ob das so für Naturnägel gut ist, aber da ich ja eh immer Gelnägel habe, habe ich es einfach drüber lackiert. Wenn es mir nicht mehr gefallen hat, konnte ich es abfeilen. Also es war jetzt nicht so schlimm. Ich denke mal, für so Naturnägel wird es vielleicht ein bisschen ja, belastend sein. Ich weiß es nicht, aber so für meine Gelnägel fand ich es ganz cool. Davon gibt es auch ein Bild in Facebook. Also da könnt ihr auch mal vorbeischauen, wo ich den trage. Da habe ich mir die Nägel von meiner Mutter spitz feilen lassen. Da hatte ich sie eben nicht so eckig wie jetzt hat, sondern eben spitz und dann 6-7 Schichten von dem Lack hier drauf und es hat Bombe gehalten. Und ja, war sehr, sehr cool. Ein echter Hingucker. Oh Gott, tut mir leid. Auf jeden Fall ein echter Hingucker und sehr, sehr schön. Den habe ich nochmal auch in der Farbe 01 Julia, glaube ich, heißt der. Aber da ist der Schimmer, also da ist der Glitzer hier heller und ich finde hier diesen ja, dunkelgrauen ein bisschen schöner. Den habe ich auch häufiger getragen, deswegen kam der hier in die Favoriten mit rein. Und zum Schluss dann noch so einen meiner neuesten Lieblingslacke, auch einer von Essence aus der Circus Circus LE. Kennt ihr schon, war in meiner Verlosung mit drin. Und ja, liegt jetzt irgendwo bei euch oder ist auf dem Weg. Also, ja, wie gesagt, die finde ich sehr, sehr schön. Habe ich auch in einem Video schon getragen. In dem 300 Abonnenten-Gewinnspiel-Video konntet ihr den schon sehen bei mir. Da habe ich einfach eine Schicht von dem Schwarzen drauf gegeben, 2 Schichten von dem Topcoat hier mit dem Glitzer. Und ich fand es sehr, sehr schick. Ja, also das waren jetzt halt meine liebsten Nagellacke. Meine 12 liebsten Lacke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.